Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Episode geht es um das Kicktrick Recycling. Im Speziellen geht es darum, wenn man die Kick und den Bass ordentlich voneinander trennen will oder muss, wie man das ganz genau macht und wie man dabei trotzdem relativ flexibel bleibt. Aber legen wir doch einfach mal los. So, also die Vorgabe ist, man hat eine Kickdrum und einen Bass und die sollen, wenn möglich, so gut voneinander getrennt zu sein. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten mit irgendwelchen Volume Ducking, Sidechaining und weiß der Geier was. Aber wir fangen gerade mit einem Track an und dann können wir das gleich im Arrangement und beim Sounddesign berücksichtigen. Und ich habe jetzt einfach mal so eine Kick reingeladen, eine E-Kick reingeladen, um die Kick selber zu machen und ein Polysynth als Bass. Und bei der Kick mache ich jetzt einfach mal so einen kleinen Rhythmus, Four to the Floor und zum Schluss machen wir dann nochmal so ein paar extra Schläge irgendwie mit rein. Und das Ganze hört sich dann so an. Und die Kick gefällt mir so eigentlich ganz gut. Und wenn ich mir das jetzt zum Beispiel hier in einem Oszilloskop anschaue, sehe ich dann gleich, nehmen wir jetzt gerade mal diese Doppelschläge hier raus, damit man das einfach besser sehen. So sieht man das ganz gut. Da sieht man immer eine Kick und dann die nächste Kick und die stehen ja auf immer auf dem Viertel. Und jetzt habe ich das Problem, die Kick, so wie sie ist, klingt eigentlich ganz gut. Vielleicht möchte ich ja noch was anderes machen. Die geht aber durch bis zur nächsten Kick und berührt die sogar noch. Und dazwischen soll jetzt einfach noch ein Bass sein, der auch nochmal getrennt ist. Das heißt, die Kick ist hier einfach viel zu lang. So, und jetzt könnte ich noch zum Beispiel auf die Idee kommen und nehme hier zum Beispiel noch einen Hardclipper rein und würde jetzt die Kick nochmal so ein bisschen verzerren. Und zum Beispiel sowas. Hilft mir jetzt auch nicht unbedingt hier, dass die kürzer wird. Deshalb könnte ich jetzt einen Transient Control vielleicht reinnehmen und schauen, ob ich die Kick damit ein bisschen kürzer kriege. Hier Gain und da kriege ich sie kürzer, aber kurz genug auch nicht. Und sie verändert sich dann mal relativ stark im Sound. Alles vielleicht hier in den FX rein und den habe ich das Oszilloskop hier, glaube ich, reingemacht. Warum auch immer. Oh, so eigentlich. So. Also ich kriege die relativ kurz, aber es verändert schon sehr stark meinen Sound. Und eigentlich hätte ich ganz gerne diesen Sound hier. So, jetzt packe ich hier oben mal den Bass mit dazu und bei dem Bass spiele ich jetzt einfach mal ein G. So, einen Achtel hier und das spiele ich jetzt quasi hier durchgehend. Da hinten auch nochmal, wo ich die ganz vielen Schläge habe, da komme ich jetzt vielleicht auch gar nicht drum rum, dass ich da nochmal einen Bass drüber lege. Und wenn ich mir das Ganze jetzt hier nochmal anschaue und den Polysynth hier in das Oszilloskop mit einbinde, dann habe ich hier den Bass und da geht die Kickdrum komplett drüber und der Bass geht auch nochmal hier in die nächste Kickdrum rein. So, den Bass machen wir vielleicht jetzt auch nochmal einen Ticken tiefer. So vielleicht. Klingt dann schon mal gleich mal besser. So, aber schön ist das Ganze hier nicht. Man kann das vielleicht nochmal in groß hier anzeigen. Nochmal. So. Der geht hier so ein bisschen in den Transient rein und die Kickdrum
brät er einfach über den Bass drüber. Das ist nicht schön, weil die Vorgabe ist, das alles zu trennen. Beim Polysynth hatte ich schon mal den Release hier runtergedreht, um den relativ kurz zu machen, aber das reicht immer noch nicht. Und da ich ja beim Songaufbau bin, kann ich ja hier schon mal ein bisschen rumtricksen, kann einfach sagen, okay, der Bass geht mir hier in die Kickdrum rein und ich muss den ja sowieso an der Stelle rausnehmen. Also mache ich den Bass einfach ein bisschen kürzer und das ist ein bisschen kürzer. Das haben wir hier 128. Können wir mal gucken, ob ein 128. reicht. Spielen wir hier das nochmal ab. Gucken wir uns das hier an. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, hört hier vor der Kick auf, das ist schon mal gut. Und die Kick, die haut da halt immer noch rein. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen an der Kick zu arbeiten. Und um uns das Leben einfach zu machen, gehe ich jetzt hin und bounce diese Kick in eine neue Spur mit Bounce. Ctrl-Alt-B, das ist meine Tastenkombination, die ich hier habe, mit 32-Bit-Float. Mache ich ganz gerne, wenn es mit Verzerrung einhergeht. Da könnte dann schon 24-Bit manchmal ein bisschen schwierig werden. Auch nicht immer. Das kommt je nachdem an, wie man die ganzen Devices hin und her schiebt. So, und jetzt habe ich einen kompletten Takt, Audiotakt mit der Kick. Ich brauche davon aber nur quasi ein Viertel, die ich bearbeiten muss. Das ist dieser Teil hier. Das schaue ich mir jetzt einfach mal an. Und dann nehme ich hier die Gain und sage, okay, meine Kickdrum soll eigentlich nur ein Achtel lang sein, weil dann kommt ja der Bass hier rein. Also sage ich zum Beispiel, okay, beim dritten Sechzehntel hier nehme ich einen Gain rein und ziehe das Gain dann runter, Alt-Taste gedrückt halten und dann kann ich die Linie hier noch so ein bisschen hochziehen. Mal gucken, wie sich das anhört. Vielleicht loopen wir das Ganze und muten die Originalkick. Ziehen wir ruhig komplett hoch und jetzt vergleichen wir das Ganze mal. Das klingt doch schon mal ganz gut. Und wenn ich hier jetzt zum Beispiel nochmal einen Oszilloskop reinlege, und hier vielleicht auch gleich den Bass mit dem Polysynth nochmal reinnehme, mir das Ganze dann nochmal anschaue hier und auch sicherstelle, dass nicht alle Kicks hier am Start sind. So. So, und jetzt schaue ich mir das an und ich sehe, die Kick hört vor dem Bass auf, und zwar ziemlich genau vor dem Bass. Der Bass spielt dann hier weiter, hört vor der nächsten Kick auf und dann fängt wieder die Kick an. Das heißt, ich habe jetzt eine völlig getrennte Kick von dem Bass, was ja auch die Vorgabe war. Und das hört sich jetzt im Gegensatz zu dem hier so an. Viel, viel sauberer. So, und jetzt hatte ich ja vorhin hier nochmal so ein paar zusätzliche Schläge irgendwie mit dabei. Das hier. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt dann einfach einen Track, der ist halt dann einfach 5 Minuten oder 10 Minuten lang. Könnte ich jetzt natürlich hingehen, ich nehme mal hier den Loop zurück, beziehungsweise schiebe das jetzt tatsächlich auf ein Achtel. Dann könnte jetzt anfangen, das hier komplett nachzubauen, wie ich das hier halt habe, und den hier nochmal und den dann wieder kleiner, und dann habe ich das auch nachgebaut. Gut, da ist jetzt noch ein Klicken drin, aber das ist jetzt nicht weiter wild. So, das möchte ich aber nicht, weil ich habe ja hier schon meine Kick mit MIDI-Noten. Deshalb bounce ich jetzt dieses Sample nochmal auf die Bounce in Place, auf die Originalgröße, und dann habe ich hier ein Achtel Kick. Quasi. Und hier bei der Kick, wo ich die MIDI-Noten drin habe, da nehme ich mir jetzt einen Instrument-Selector mit rein. Der ist bei den Instrumenten. Lege mir hier die Kick rein. Benenne die vielleicht dann auch den Instrument-Selector auch nochmal Kick-Selector von mir aus. Dann steht das hier oben auch schön. Und hier packe ich dann nochmal einen Sampler rein. Und in diesen Sampler nehme ich mir dann dieses Achtel Kickdrum
Dingsy, pack das hier rein. Dann nehme ich hier das Key-Tracking raus, stelle hier auf Shot um und muss jetzt nochmal gucken, dass ich das ungefähr von der Lautstärke her gleich hinkriege. Das muten wir, denn beim Selector kann ich ja jetzt umstellen. Ich habe mal hier die Velocity weg. Meine Audio-Kick klingt jetzt relativ ähnlich, auch wenn sie noch übersteuert ist. Ich glaube, beide sind übersteuert. Ja, beide sind übersteuert, aber okay. Das ist nicht weiter wild. Machen wir es wieder mal auf gleiche Lautstärke. Aber ich habe dieses Bauchige von dieser Kick mitgenommen, was ich über den Transient Control nicht so unbedingt rauskriegen konnte. Und ich konnte es halt einfach durch die Audiobearbeitung exakt bearbeiten. Also nehmen wir jetzt mal, das war die Viertel hier. Beziehungsweise doch die Viertel ursprünglich, die ich dann zu einer Sechzehntel runtergenommen habe und dann hier einfach quasi bei diesem Bauch den einfach hier abgekürzt hat, damit der nicht in die Bassnote rein blutet. So, das ist schon mal der ganze Trick. Das heißt, ich synthesize mir meine Kickdrum hin, wie ich sie haben will, und schneide sie, bounce sie dann in ein Audio und schneide dieses Audio genau auf diese Länge, die ich brauche, um dann nicht später mit Volume Ducking, Sidechaining oder was auch immer diesen Effekt hinzubekommen, und habe dann sogar noch den Vorteil, wenn ich hier jetzt auch die ganze Processing Chain noch drin habe, wenn da jetzt noch wesentlich mehr drin wäre, die habe ich alle noch am Start, kann das aber hier mit dem Sampler abspielen und die kann ich einfach deaktivieren. Das heißt, die braucht auch gar keine CPU mehr. Ich kann hier wahnsinnig was an Sachen und Plugins auffahren, habe dann zum Schluss einfach mein Sample, dass ich dann über die MIDI-Noten hier abspiele und muss dann hier nicht anfangen, die einzelnen Audio-Samples in dem Arranger hin und her zu schieben. Beziehungsweise habe ich dann noch irgendwie andere Möglichkeiten, wenn das jetzt nicht unbedingt gerade eine Kickdrum wäre, dass ich hier noch mit irgendwelchen Noteninstrumenten irgendwas mache. Könnte ich ja zum Beispiel noch einen Replacer reintun oder weiß der Geier was, womit ich nochmal die MIDI-Noten manipuliere. Das ist der ganze Trick, das finde ich mega praktisch, und gerade mit der Kick, wo ich immer, da drehe ich immer so ein bisschen immer wieder mal nach, weil an der Kick kann man wirklich sehr lange Zeit verbringen, um die mal so ein bisschen hinzudrehen, und vor allem, wenn man dann mal so eine Kick auch dann hat und in einen Sampler reinschmeißt, kann man sich dann auch so ein Arsenal, so ein Multisample-Kick im Laufe der Zeit erstellen mit den schönsten Kicks der 70er, 80er und 90er oder wie auch immer, und kann sich dann eine schöne Library damit aufbauen, beziehungsweise einfach sehr, sehr praktisch damit arbeiten. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach einen Kommentar da, und vielleicht habt ihr noch eine andere Art und Weise, mit so einer Situation umzugehen oder die irgendwie anders zu lösen, oder vielleicht sagt er ja nee, also wenn, dann muss schon das Audio im Arranger drin stehen oder wie auch immer. Es würde mich einfach interessieren. Ich bin da sehr neugierig, wie ihr das macht. Lasst mir einfach einen Kommentar da, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao, ciao.